hero for everyone. Ja, hallo liebe Freunde, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich bin hier in Spanien, in Calatayud. Das ist Provinz Aragon und wir haben das 30-jährige Jubiläum ja dieses Jahr. Und da möchte ich euch jetzt was ganz Spezielles zeigen. Hier in der Gegend werden einige der besten spanischen Weine angebaut. Und weil wir ja das 30-jährige Jubiläum haben, wollen wir so richtig was zum Feiern haben. Und wir haben einen Rotwein, der Herzblut heißen wird, und einen Cava, das ist der spanische Champagner, der Hero heißen wird. Und jetzt werde ich euch zeigen, wo der gemacht wird, wie der hergestellt wird und dass es wirklich ein Wahnsinnswein ist. Ja, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ich habe natürlich jemanden gefunden, der das total super macht und ein absoluter Weinexperte ist. Und ich möchte euch gerne den Michael vorstellen. Ja, danke Doro. Als du mich angesprochen hast auf der Full Metal Cruise, war ich natürlich sofort begeistert, mit dir was zusammen zu machen. Hier sind wir in Calatayud, das ist ein Weinbaugebiet, das über 2000 Jahre schon besteht. Da gibt es einfach Dinge zu entdecken, die atemberaubend sind, also eine Qualität. Oft noch gar nicht so bekannt, aber immer stärker am Kommen. Wir haben jetzt ein Weingut ausgesucht, was fantastische Weine herstellt, was sehr viele Preise schon abgeräumt hat. Ja, habe ich und, gehört, ganz ja, viele Auszeichnungen und Preise. Und die machen viele, gerade den roten, den wir ausgewählt haben, ist aus Garnacha-Traube. Das ist eine uralte Sorte mit Reben, die sind zum Teil 120, 130 Jahre alt. Wahnsinnige Qualität. Ja, und ich freue mich jetzt einfach mit dir die Weinberge und die Bodega und einfach alles mal anzuschauen und ja, lass losgehen. Ne? Nur das Beste für die Fans. Alles klar. Fast schon wie gemalt, die Trauben. Ja, wie gemalt. Mal probieren. Gracias. Also die sind jetzt auf dem besten Wege, reif zu werden. Mhm. Sind eigentlich schon reif, aber wird es noch 3 bis 4 Wochen hängen lassen. Und dann kommt die Ernte in ehrlicher Handarbeit. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu sagen, wir haben ja absolute Bioqualität. Also, weil diese Bedingungen hier, es ist sehr warm, es ist sehr trocken, mhm, und es geht, wie man hier sieht, immer ein Wind durch den Weinberg. Richtig. Und es trocknet dann alles komplett. Ne? Puh. Also, oh, es ist schwer, sich zu entscheiden. Ja, die sind alle super. Also ich finde, ich habe es schon beiseite gestellt. Also Nummer 1, vielleicht nicht. Ist super, aber nicht mein, Nummer 1. Nee. Also mein Favorit ist zurzeit hier die Nummer 6, mhm, und Nummer 3. Ne? Also ja, das sind die beiden, die du im Glas hast. Die, ich glaube, das sind es jetzt wirklich. Also ich glaube, wir können sagen, die fallen. Da müssen wir mal jetzt eine Entscheidung, sind alle ja, gut. Ja, ne? Sind alle super. Also ich tendiere etwas mehr zum Dreier, weil der duftet noch schöner. Und am 3. bin ich geboren, am 3. Juni. Also ich würde sagen, die 3 ist es. Also ich finde sie beide toll. Ja, also, ja. Du musst entscheiden, sag. Ja, also 3? Schweren Herzens, aber ja, 3 ist es. Okay. Ja. 3 so. Ist es. Ja, we made our decision. Okay. 3, Nummer 3. Alia Jagda ist Nummer 3. Salute. Salut. Salut. So, jetzt gucken wir mal hier in den Barriques. Mhm. Ob das auch der gleiche Wein ist, den wir eben probiert haben, nochmal quasi als Double-Check. Ja. Genau, danke. Machen wir das mal gerade hier rein. Gebe ich dir mein Herz. Ich auch ein Gläschen. Zurück. Das ist auch ein Gläschen. Probieren können, ne? Mhm. Achtung. Der färbt extrem, wenn er so noch in. Ja, schöne Farbe. Super, auch. Ne? Wow, ja. So blutrot. So. Stecken wir einfach mal hier so rein. Super, das ist genau den, den wir ausgesucht haben. Ja, cheers, ne? Cheers. Auf deinen Wein. Ja. Weitergehen, mein Herzblut. Jeden Tag kann
kannst immer auf mich ziehen. Wir sind jetzt ja hier im Barrique-Keller. Hier liegen im Endeffekt die ganzen Schätze. Und ich habe gesagt, wir gehen am besten direkt hier hin. Hier sind die 12 Fässer, die wir ausgesucht haben. Mhm. Die stehen alle hier. Und damit hier nichts vertauscht wird, wenn wir wieder weg sind, schreibst du einfach zumindest mir hier auf die mittlere Reihe immer deinen Namen drauf. Okay. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Dann schreite ich zur Tat. Das, genau. Jetzt verdoppeln die Fässer sich noch im Preis. Muss er vielleicht irgendwann mal verlosen. Hello, Loro. Hey, how are you? Very good, nice to meet you. Okay, too. Now you have to move the bottles the traditional way, okay? Mm-hmm. You take the bottles. And always to the right, you move it just yes, a little tiny always bit. To the right. Mm-hmm. Can you try it? Okay? Yes. And it's very easy, okay? This wall is necessary to do it. Just a quarter, days. Not the whole. Only a little, okay? Mm-hmm. It's very important, very, very suave. Mm-hmm. Okay, very suave, okay, yeah. Nice. You are very winemaker, eh? Yeah. You were a hero, our only hero. Ja, ich hoffe, liebe Fans, ihr habt einen kleinen Eindruck gewonnen über das Weingut, die Weinberge, wie das alles gemacht wird. Und wir wollen natürlich jetzt heute auf 30 Jahre anstoßen. Und hier ist der Cava und wir werden das jetzt mal probieren. Alright, hört sich gut an. Mal gucken, ob er jetzt auch noch so gut schmeckt wie eben. Oh. Ja, ihr habt ja eben gesehen, wir haben schon gedreht am Rüttelpult und es ist sau lecker. Wow. Ja, ist wirklich fantastisch, aber ist auch kein Wunder, diese Qualität hat schon ganz viele Champagner in Blindverkostung einfach weggefegt. Ne? Also, ist einfach nur geil. Stopp. Cheers. Prost. Auf 30 Jahre. Ja, danke. Und noch weitere 30. Genau, die nächsten 30. Yeah. No, we-